Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stranded Sails. Ja, wir müssen mal wieder unsere tägliche Ernte gib uns heute oder so ähnlich. Das nimmt unglaublich Zeit in Anspruch. Das stört mich ehrlich gesagt ziemlich stark an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob wir da mal noch bessere Sachen kriegen oder ob die Leute mal hier auch für uns ernten. Die stehen ja nur vor ihrer Tür rum. Die faulen Säcke. Und wir dürfen hier alles machen. Das finde ich schon ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Da gibt es mit Sicherheit bessere Lösungen. So, Möhren. Ich muss hier mal was Mais wegmachen. Dass wir da auch mal bessere Pflanzen. Wir haben Unmengen Mais. Ich kann momentan nur innerhalb dieses Feldes irgendwas machen. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen die Frucht ändern. So. Den können wir gerade noch... Müssen wir eh neu anpflanzen. Nein, 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 nein. Den da. Hallo. Das ist auch ein bisschen schwierig mit der Steuerung. Können wir die ernten? Können wir. Okay, das heißt, wir machen heute wieder ziemlich viel Feldarbeit. Angeln wir nachher vielleicht nochmal wieder. Wir gehen heute gar nicht groß auf die Insel. Ist alles nicht so einfach. So, was sehen wir denn? Getreide haben wir nicht. Ich würde auf Upsala. Auf jeden Fall nochmal einen Kürbis hier sehen. Keinen Mais. Möhren können wir nochmal. Kartoffeln würde ich auf jeden Fall noch. Dann vielleicht noch Zwiebeln. Hier machen wir auch noch wieder Möhren hin. So. Eimer, da. Wir haben jetzt schon über die Hälfte der Energie weg und wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Das ist doch nicht ganz das, was es sein sollte, oder? Achso, ich wollte mal gucken, ob ich da irgendwie bei den Leuten was krieg, wenn ich...
da irgendwas Richtiges errate. Zu dem Typ da müssen wir, ne? Der scheint irgendein Geschenk oder irgendwas für uns zu haben. Da muss ich gleich mal gucken. Kochen können wir dann heute auch noch. Das sind auch so Dinge, die nehmen einfach Zeit in Anspruch. Von dem kriegen wir auch ein Geschenk. So, da gucken wir jetzt gerade mal. Jetzt können wir dann auch rennen. Wo hast denn du deine Hütte nochmal stehen? Der eine hatte sie hier oben. Karl, dein Eintopf hat was. Die Axt, die ich dir gegeben habe, scheint mittlerweile ganz schön abgenutzt zu sein. Ich habe beim Stöbern am Strand meine eigene wiedergefunden. Die sieht noch ziemlich gut aus für das, was hier passiert ist. Nimm sie, du kannst sie nun besser gebrauchen als ich. Okay. Haben wir eine bessere Axt? Na, das müssen wir mal gucken, wo ist denn der andere Dude? Hier kann ich jetzt rennen, weil hier muss ich jetzt nicht so auf die Energie achten. Das ist immer anders, wenn man da unterwegs ist. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Ja. Du hast auch was, okay? Was gibt's, Karl? Der Eintopf könnte noch fast Fisch vertragen. Seit du deine Angel gefunden hast, habe ich an einer besseren gearbeitet. Ist gerade fertig geworden, also nimm sie. Extra von mir für dich gemacht. Okay. Liegt perfekt in der Hand. Stell dir nur mal vor, was für großartige Fänge er damit gemacht hat. Okay, dann gehen wir doch mal angeln. Oh je, wie ging das nochmal? So nicht. Nervöser Finger und so. Versehentlich drauf gedrückt. Ach genau, so ging das. Sehr schön. Wir haben eine Muschel. Okay. Sehr gut. Ein Blaubarsch. Jetzt müssen wir mal ein bisschen angeln, dass wir hier was Fisch kriegen, ne? Weil den können wir je nachdem auch in die für die Mahlzeiten verwenden. Eine Makrele, okay. Ausgefischt. Okay. Hier noch mehr Angelstellen. Oder war das die einzige? Da ist noch eine. Sehr gut, wir angeln noch. Nochmal ein Blaubarsch, okay. Das heißt also, der Angel-Dings ist auch begrenzt. Ich kann 3, 4 Fische da fangen und dann ist Duty. Zumindest für den Tag wahrscheinlich. So. Bisschen öde wirklich, dass die anderen so gar nichts machen. Also ich finde, die könnten zumindest Feldarbeit übernehmen dann oder... Also, dass ich hier so alles machen muss, so ganz alles, und die einfach vor ihrer Hütte stehen und warten, dass ich hier was tue, das finde ich schon etwas uncool. Ich kann sowas ja verstehen wie jetzt in Stardew Valley, wo man da noch tatsächlich alleine ist.
Da finde ich das ja noch okay, aber hier? Und wir haben so extrem hohen Energieverlust. Anscheinend arbeiten die da an einem Patch, wie ich mitgekriegt habe. Dass sie nicht so extrem runtergeht. Weil das wohl viele Spieler kritisiert haben. Aber so, das war's. Das war's. Dann kochen wir jetzt mal. Wir essen noch ein bisschen Eintopf. Und versuchen noch mal zu kochen. Ist da irgendwas reif? Nein. Dann gucken wir mal, was wir noch so kochen können. Na, wir haben noch Neues zum Ausprobieren. Sind das alles Dreier? Ne, Vierer sogar. Holla. Probieren wir das mal. Okay. Einer ist an der falschen Stelle. Welcher war jetzt der falsche? Okay, die Karotte ist richtig. Oh, Karotten-Auberginen-Eintopf. Gut. Kochen wir gleich mal ein. So, was haben wir hier noch? Okay, die Kartoffel ist richtig. Die zwei sind auch richtig. Da-dum-dum-dum. Ist die Frage, ob wir das dritte haben, was wir da brauchen, ne? Muschelauflauf. Okay. Kochen wir auch. Was haben wir als nächstes? Der ist richtig. Den müssen wir tauschen. Waren die richtig? Hm. Blaubarschsuppe, okay. Haben wir auch. Was haben wir denn hier noch? Dann sind die wohl falsch. Genau, Karotte. Oh, es wird dunkel. Karotte, Zwiebel, Mais. Karottenmuscheln, okay.
Sehr gut. Achso, ich hab's jetzt gar nicht gekocht, ne? Dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Machen wir einfach mal drei Dinger rein. Okay. Dann haben wir den noch. Nochmal Muscheln. Fisch. Gebackene Makrele. Okay. Okay, kann man nicht. Halt. Dann gucken wir hier noch. Fangen wir mal mit Kartoffeln, Zwiebeln. Dem da an. Wow. Alle drei falsch. Ich tausche die jetzt einzeln, dass wir halt einfach auch wissen, was davon jetzt das Richtige ist. Der ist noch falsch. Das war doch mal richtig. Oder müssen wir das reinmachen? Es passt einfach so gar nicht zusammen. Hä? Sehe ich gerade nicht. Tja. Schwere Geburt. Oh, das passt ja dann auch nicht. Eintopf der Liebenden. Okay. So, dann haben wir doch die meisten Rezepte jetzt mal gekriegt. Es ist eh schon spät. Wir werden es verlassen. Wenigstens haben wir nicht viel Dings verbraucht. Das ist schon mal gut. Nicht viel Energie. So, das haben wir alles.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, und dann muss ich mal, ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal sein wird. Wie gesagt, ich habe viele, viele Spiele gerade in der Pipeline. Und die anderen reizen mich einfach gerade ein wenig mehr. Deshalb danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.